Bonjour à tous, merci de votre présence à cette conférence de presse avec le président du Parlement européen, M. Schulz, qui vient d'intervenir au début du sommet Eurogroup à niveau des chefs d'État et du gouvernement. C'est d'ailleurs la première fois qu'un président du Parlement est invité à s'adresser à ce genre de sommet. Monsieur Schulz. Vielen Dank. Der Herr Duque hat gerade darauf hingewiesen, dass es eine Premiere zur zum Eurogruppen-Summit ist. Der Präsident des Europäischen Parlaments zum ersten Mal eingeladen worden. Der Artikel 12 Absatz 5 des Fiskalpaktes sieht das vor. Der Präsident kann eingeladen werden, nicht mehr wie bei ordentlichen Räten. Da muss er eingeladen werden, hier kann er eingeladen werden. Die Tatsache, dass ich eingeladen worden bin, zeigt die Dramatik der Lage, in der wir sind. Denn die Debatte des Europäischen Parlaments in der vergangenen Woche mit dem griechischen Premierminister, dem Präsidenten des Europäischen Rates, dem Ratsvorsitzenden Herrn Bettel als Premierminister von Luxemburg und dem Kommissionspräsidenten haben gezeigt, in der Verdichtung der sehr konfrontativen Debatte am vergangenen Dienstag, dass wir an einer Weggabelung stehen. Geht es mit der Eurozone und der Europäischen Union in konstruktiver und im Gemeinschaftsgeist weiter oder bricht heute etwas auseinander? Das ist die Frage, die auf der Tagesordnung steht. Und genau das habe ich den Regierungschefs in meiner Rede auch heute gesagt. Wir sind ja selten in der Situation, dass sich die Zeiträume, innerhalb derer Entscheidungen zu treffen sind, die ja nicht ein Land betreffen, sondern die die EU insgesamt betreffen, die alle Menschen eigentlich in der Europäischen Union, in der Eurozone insbesondere betreffen. Selten ist man in einer Situation, wo die Zeiträume sich so verdichten, wo die Entscheidungen, die getroffen werden und getroffen werden müssen, so unmittelbare Auswirkungen haben. Selten ist man in so einer Situation, wie wir heute Abend sind. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es heute Abend eine Entscheidung geben muss. Und ich hoffe, dass es eine konstruktive Entscheidung ist. Eine Entscheidung, die, das ist auch die überwältigende Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments, die das so sehen, Griechenland in der Eurozone hält. Wenn ich sage, die überwältigende Mehrheit, ist Ihnen bekannt, dass es natürlich auch im Europäischen Parlament, wie ganz offensichtlich auch im Europäischen Rat, auch andere Meinungen gibt. Auch Leute gibt, die der Meinung sind, dass Griechenland die Eurozone verlassen sollte, die den Grexit nicht für ein Risiko halten. Aber die breite Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen in meinem Parlament ist der anderer Meinung und ist der Meinung, dass der Grexit keine Option ist. Auch der zeitlich begrenzte Grexit keine Option ist, sondern die Regierungschefs heute aufgefordert sind, eine Lösung zu finden für die Schuldentragfähigkeit Griechenlands mittel- und langfristig, aber vor allen Dingen für die Aufnahme von Verhandlungen über ein drittes Programm, weil die Entscheidung, diese Verhandlungen aufzunehmen, ja die Grundvoraussetzung dafür ist, dass es überhaupt eine Grundlagenfinanzierung für das Land geben kann. Die Alternative wäre ja, dass wir in den nächsten Tagen wirklich auch in katastrophale Zustände in Griechenland geraten. Deshalb war mein Appell an die Regierungschefs der, dass sie heute zu einer Entscheidung kommen sollten. Die Spekulationen darüber, dass es jetzt noch mal eine Vertagung geben sollte, dass noch mal die Finanzminister zusammenkommen, noch mal evaluieren, um den Regierungschefs dann noch mal neue Vorschläge zu unterbreiten, das jedenfalls, glaube ich, ist nicht zielführend. Die Regierungschefs sollten schon am heutigen Tage auf der Grundlage der Kompromisswilligkeit, die hoffentlich vorhanden ist, zu Entscheidungen kommen. Zu der Kompromisswilligkeit gehört auch die Kompromisswilligkeit Griechenlands. Und es hängt eine ganze Menge sicher auch davon ab, wie sich Alexis Tsipras und die griechische Regierung zu den Vorschlägen verhalten wird, die hier auf dem Tisch liegen. Ich will abschließend, bevor ich mich Ihren Fragen stelle, sagen, dass ich
mich nicht erinnern kann, in der Europapolitik jemals eine solche Situation vorgefunden zu haben. Es geht hier nicht um irgendeine Entscheidung. Es geht meiner Meinung nach um die Europäische Union als ernstzunehmende politische Kraft, um ihre Fähigkeit, ihre Probleme selbst nach innen zu lösen und durch den Nachweis, ihre Probleme nach innen lösen zu können, die Glaubwürdigkeit nach außen zu schaffen, als ökonomischer und politischer Faktor in der internationalen Politik zu zählen. Und es geht auch um das griechische Volk, es geht auch um das Schicksal von Millionen Menschen. Deshalb ist die Verantwortung beidseitig. Sie ist sehr hoch auf Seite der Athener Regierung, aber sie ist auch sehr hoch bei den anderen Partnern in der Eurozone. Thank you. Questions? Jurek.